Die erste Runde, Round 1. Meine Damen und Herren, hier in der blauen Ecke kämpft Uros Blagojevic von Cosmos Gym. Der Kampf ist mit 86 Kilo. In der ersten Runde. Von der roten Ecke ist Kameron Bromke von Masai Gym. Auch der nächste Kampf wird ganz interessant von Fighttime Darmstadt mit Marco Mohr. Seconds out, Betreuer bitte aus dem Cage. Ja, die zweite Runde, Round 2. So, wir kommen jetzt zur zweiten Runde. Ich habe mich ein bisschen spät hingesessen, aber jetzt sehe ich ein schöner Low-Kick von der blauen Ecke. Von Uros wieder ein Low-Kick. Aber die rote Ecke antwortet gleich mit einer Kombination von Hagelfeuer. Ich muss sagen, von beiden Kämpfern hervorragend machen die das. Da sieht man auch schon wieder, dass sie weit fortgeschrittener sind wie die anderen Kämpfer. Das ist aber auch normal, weil hier kämpfen Leute von Profis bis zu den Anfängern, von Erwachsenen bis zu den Kindern. Auch Damen kämpfen hier auch. Oh, da hat er mal weggeschaut und da kriegt er schon mit der Faust ins Gesicht, mit der rechten. Auch bei den beiden Kämpfern, keiner schenkt sich was. Man hat auch gesehen, bei den beiden Kämpfern in der ersten Runde haben sie Explosion gezeigt. Langsam lässt die Luft auch langsam nach. Ende der zweiten Runde. Ende der Runde 2. Noch einmal zurückzukommen. Ich kommentiere das hier für Fight24 TV. Ich kommentiere das für It's Fight Time 10. Für den Veranstalter, für den wunderbaren Veranstalter Murmet Gür. Die dritte und letzte Runde. Der eine hervorragende Leistung hier gebracht hat, der die Halle hier zum Brummen und gefüllt hat bis zum geht nicht mehr. Ein Dank an Murmet Gür, ein Dank an It's Fight Time 10. So, los geht's. Aber es erwarten uns noch ein paar spannende Kämpfe, ein paar richtig harte Kämpfe noch. Bei den beiden kann ich leider auch nichts dazu sagen, wer wie was wo oder wer am Ende den Sieg mitnehmen kann, weil hier kann alles passieren. Auch beide schenken sich jetzt nicht hier die letzten 40 Sekunden. Beide Kämpfer sehr stark, beide Kämpfer richtige Löwen im Käfig. Sie stehen und kämpfen wie Gladiatoren im Käfig. Muss ich auch sagen, von beiden Seiten echt sehr, sehr stark. Und jetzt geht es natürlich langsam ans Ende. Ende des Kampfes. So, der Kampf ist jetzt auch vorbei. Das war jetzt die dritte und die letzte Runde. Und möge der bessere Gewinn von den beiden auch. Sehr stark gemacht, sehr starke Leistung von beiden. Was uns natürlich auch noch für den Hauptkampf erwartet, ist Maxim Kalaschnikow von Falkhof, M47. Auch ein ganz, ganz starker Kämpfer. Das offizielle Urteil. Sieger mit 2:1 Punktrichter-Stimmen. Der Kämpfer aus der roten Ecke, Kameron Bromke. Sie hören wir schon alle hier. Die rote Ecke nimmt den Sieg mit nach Hause. Stark gemacht von beiden Kämpfern. Natürlich erwartet uns auch noch ein sehr, sehr ganz, ganz brutaler Kampf von Sergei Mudrak, auch vom Fighttime Gym. Auch ein ganz, ganz harter Kerl, der sich natürlich auch nichts gefallen lässt. Und darauf bin ich auch sehr, sehr gespannt. Er kämpft auch gegen Sergio Peste aus dem Team Italien. Aber da hoffe ich, dass unser Sergei das Ding hier mit nach Hause nimmt. Da bin ich ganz großer Hoffnung.